Leute und willkommen zurück zu Link, Nono, Zelda und Keystar Place. Und wir zocken heute Super Mario World und versuchen einen Speedrun. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal. Ich habe das schon mal probiert, irgendwie in 16 Minuten. Und es war die PAL-Version. Deswegen haben wir uns heute gedacht, einfach nochmal die PAL-Version. Und lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Bereit? Man startet direkt jetzt. Bereit, los geht's. Der Timer wird gestartet, sobald. Startet man bei Livespeed den Timer erst so lange, wenn man erst im ersten Level ist? Nein. Direkt, sobald das schwarze Bild weggeht. So, das ist das erste Level. Ziemlich. Yoshi Side in 2. Los. Los, los, los. Let's go! Ich bin eine Pussy, deswegen nehme ich die Pussy Strat. Die Yoshi Strat? Genau. Oh, bei mir läuft gerade alles flüssig. Oh, nice! 380 und ich bin jetzt groß. Ja. Oh, damit. Normalerweise behält man die grüne Shell, damit Yoshi nicht so viel frisst, weil das kleine Frames kostet und 2. 361! Genau 20.000 Punkte jetzt. Ziemlich schlecht, weil man nur eigentlich einfach nur durchrennt, aber. Ich hab mir Yoshi nicht gekriegt. Ich zocke am PC und dadurch kann ich das Spiel nicht mehr so gut. Das liegt echt daran, dass ich das Spiel sonst auch mal Super Nintendo spiele. Versuchen wir die Strat. Ja, das hat funktioniert. Das ist die Speedrun Strat in dieser Kategorie. Hast du es wirklich geschafft? Mhm. Zum ersten Mal heute. Ich bin einfach runtergefallen. Das ist nicht wahr. Aber kein Problem. Wir probieren es direkt nochmal. Weißt du, dass ich mich frage, warum jeder Let's Player immer wir sagt? Die Leute gucken ja nur zu, sagen ja nicht, du musst dahin laufen. Tja. Ich weiß nicht. Fragen wir mal die Let's Player. Hallo Let's Player. Hallo. Ich könnte kotzen, PAL-Version. Es ist auf der NTSC-Version einfach viel einfacher. So viel zum Thema. 2:30. Ich bin gesprungen. Ich spiele mit dem Super Nintendo Controller am PC. Ich habe mir einen Adapter gekauft und ich weiß nicht, aus welchem Grund es gerade so behindert läuft. Aber das war zum Beispiel ein Frame Jump. Ich habe ihn normal gemacht, er hat ihn aber nicht ausgeführt. Das ist zum Beispiel so ein Problem. Das ist das Problem mit dem IAM. Nice, ich habe schon einen Frame Jump geschafft. Ich bin so ein Idiot. Ey, nee! Wo bist du gerade? Ich bin noch im zweiten Level und mach dir keine Sorgen. Finally. Das ist echt nicht. Ich mach mir immer Sorgen von bei dir, wenn ich immer schneller bin als du. Immer? Mein Freund, ich habe am Anfang. Am Anfang bin ich immer schneller als du. Weil du immer deine Strats siehst. 2:51. Das stimmt. Ich probiere sie, weil ich sie auch geübt habe. 2:34. Bei der zweiten fertig erst. Jetzt kommst du in die Wasserwelt, oder? Jetzt komme ich. Also, ich bin jetzt bei. Warte, was ich hier mache, das ist ein Casual Speedrun, könnte man fast sagen. Ich ziehe keine Pro-Strats, ich ziehe keine Glitches so eine Art. Ich ziehe eher einfach. Ja, okay, Pro-Strats ziehe ich schon so eine Art. Aber sie klappen nicht immer, deswegen eine normale Zeit, wenn so ein Speedrun geht, ungefähr 10 Minuten 30, wenn er fast perfekt ist. Es gibt neue Strats, neue Glitches, in der die Zeit jetzt schon bei 8:52 ist. Und der Weltrekord vorher war bei einer 10:26, wo es eigentlich noch keine wirklichen Glitches gab. Und das war eine perfekte Zeit, die man, ich glaube, 3 Frames oder so hätte man safen können. Ah, und der Japaner, der das gemacht hat, der hat ziemlich gerockt. Und dann kam eine andere Kategorie raus: Stage-Kategorie, Warp-Glitch. Oder jetzt einen 9-Volt-Glitch, den man bei Ganon benutzt. Das ist alles nicht Ganon, ziemlich. Dein Ernst? Ja, hab ich schon wieder Ganon gesagt. Ja, hast du. In meinem Browser. Nein, ich wollte die Strats und ich hab's nicht geschafft. Okay. Ist das meine eigene? Ich hätte. Ich stirb, ich hab getötet. 221. Dank der PAL-Version kann man. Oh mein Gott! Hast du wieder gefailt? Ja, das war. Was schon wieder? Halt deine Sch. Halt deine Sch.
Hat der eine Schnur? Ja, ich habe leider wieder gefailt. Aha. Und das war gar nicht peinlich, aber egal. Mach erst die vierte Stimme. Jetzt bin ich bei E. Jetzt habe ich E besiegt. Oh, kann man das nicht irgendwie saven? Diese Transitions. Transitions. Start Select! Komm schon! Leute, das ist natürlich. Was wir hier gerade sehen, das ist purer. Das ist pure Verzweiflung. Das ist purer Prostrat, Alter. Ja, es ist nicht gut, was ich hier fabriziere. Es funktioniert nicht mehr so, wie ich es möchte. Hat es das schon mal? Ja, in meinem ersten Run, den ich auch hochgeladen habe. Das ist ja das Kuriose. War das wirklich dein erster Run? Ja, den ersten Run, den ich gemacht habe, war direkt ziemlich gut. Mit 16 und 28. Und an die Zeiten komme ich, wie gesagt, heute nicht, Leute. Weil es läuft einfach nicht auf dem PC. Es sind komische Lags, es sind komische Jumps, die man sieht. Das ist einfach für Speedrunner nicht... auf dem PC zu Speedrun ist... ja, bei Emulator so schlimm. Ja. Oh, nice. 352 ist schlecht, aber ich weiß. Waterworld. Donut Secret One. It's easy. Baby Strat. Wo bist du jetzt gerade? Hab das Castle geschafft. Ich würde mal sagen, ich splitte ab. Hier. 6-6 ist, ich weiß es nicht, es ist ziemlich schlecht, ich glaube. Speedrun ist es eine 2-21. Ist halt einfach 4 Minuten schneller, weil ich es einfach so verkackt habe. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Ich bin nicht wirklich ein Speedrunner, aber ich try es halt. Also in dem Game auf jeden Fall nicht. Es gibt andere Games, in denen ich auf jeden Fall besser bin. Ist aber alles nur, mache ich alles nur im Livestream, also. Genau. Follow on Twitch. Dann seht ihr seinen Skill in Person und nicht nur als Fails. Genau, weil da spiele ich meistens Zeit auf Konsole. Deswegen. Oder spielst eben halt am PC Spiele, die nur auf dem PC sind. Beispielsweise Urso. Das ist das einzige PC-Spiel, was ich spiele. Das ist ja das Ding. Boah, nice! Wo bist du? Aber ich bin jetzt bei. Leute, das war insane lustig. Nix gefailt. Oh, okay, das war. Das ist typisch Konsole. Ich mein. Och nee, ich hab mein Cape verloren. Oh Gott, ich sehe, ich hab nur noch ein Leben, ich darf nicht mehr sterben. Aber das schaffe ich schon. 5 Sekunden später Game. Over! Ich bin beim Geist gestorben. Ich glaub's nicht. Gott, wieso hab ich einen Yoshi? Ich bin am überlegen, Yoshi wegzuschmeißen. Wo bist du gerade? Aber ich gehe auf Safe Spread, weil ich zeige euch. Ich mache nochmal einen Run irgendwann. Und dann lade ich den besten Run hoch. Zwar nicht so kommentiert und. Sollte man nicht beim Run viel mehr konzentrierter bleiben und die ganze Zeit nicht kommentieren? Ja, genau das ist es. Das machen ja doch immer deine. Macht doch immer die Co-Kommentatoren bei Awesome Games Done Quick. Ab und zu, ja. Sonst. Die waren auch selber und das war. Ich bin gerade richtig scheiße. Okay, das war lustig. Das war. Komm schon, nice. Ja. Ich könnte natürlich. Schreibt's mir in die Kommentare, wenn da jemand ist, der mir zuguckt. soll ich öfter mal so einen Run machen? Einfach mal so einen Fun-Run? Oder ist das nichts für euch? Okay, das war jetzt ziemlich kacke, das hätte nicht passieren dürfen. Also. Wo bist du gerade? Direkt im Geisterhaus noch. Ich bin jetzt im Waterworld. Nice. Und so wird zum Thema, du holst mich nicht mehr ein. Ey, nee, ich hab meine Feder verloren. Bin tot. Ja, Game over. Ich hab auch keine Feder mehr die ganze Zeit. Game over. Nix Game over. Game over. Du bist Game over? Game genau. Over. Nein, bin ich nicht. Ich hab nur 6 Leben. Ja, also nichts Game Over. Wie viele Leben hast du noch? Ein. Na kommt schon, Leute, tötet ihn, bitte. Zeig dir mal, wie man stirbt. Auto sterben.
Das war mal schon wieder. Oh, da kann ich kotzen, Alter. Unkonzentriertes. Typisch Konsole! Nein. Typisch PC-Konsole ist ja natürlich besser. Wenn ihr gleichzeitig Y und B drückt, könnt ihr. Du verkackst gerade richtig, oder? Ja. Schlüssel. It's not too bad. Was mache ich da? Wo bist du? Star World Inn. Bist du gerade wirklich schon in Star World? Du noch nicht? Nein. Normalerweise gehe ich hier zurück und hole mir eine Feder, um das Sippen zu machen. Aber es ist jetzt auch nicht. Es ist ein Trick, um hier schneller diagonal direkt hier zum Schlüssel zu kommen. Aber. Ja. Jetzt ist der Weltrekord ohne Glitches durch. Also, Proof on that. Hier ist es aber besser. Sounds ticking noise. Dadurch, dass ich keine Feder mehr habe, mache ich jetzt die Cabeless Dread. Cabeless Noobs. Bitte. Damit habe ich mir einfach mal. Ja. Die Chance gegeben, nicht Game Over zu gehen. Bist du Game Over? Nein, ich habe mir übelst durch Glück noch in dem letzten Moment noch ein Leben holen können. Mit dem Stern. Mit dem ersten Stern. Und ich war schon längst beim zweiten vorbei. Diese kleinen Geister ringen mich auf. Ich bin gerade in der Ghost Leute, World. Das war wieder. Wieso machst du nie eine Aufnahme, wie du Beatboxst? Das kommt so gut an. Ich hab den blauen Yoshi verloren. Und hab kein Leben. Ah. Ja, weiß ich nicht. Oh, bitte sipp mal richtig. Nein! Nein! Oh, komm, bitte. Oh Gott, war das gut. Oh, dafür könnte ich mit mir. Ich bin so gut, ey. Ja. Komm schon, blauer Yoshi, komm schon. Ja, ich weiß. Ich bin gut. Ich bin Asiate. Try, um Bowser zu besiegen. Sonst ist der Run. Bist du gerade bei Bowser? Nein, bin ich noch nicht. Alles gut. Bitte stirb. Nicht böse gemacht, Bro. Kein Problem, low. Low? Yo, Bro, low. Na gut. Nee, ich hol mir einfach hier noch kurz ein Leben. Muss ich halt ein bisschen warten, aber in meinem Speedrun macht man sowas nicht. Welt 4. What? Was? Ja, ich bin einfach runtergefallen. Tja, peinlich. Speedruns, wo peinliche Sachen passieren. This was never happened before. Bester Satz im Speedrun. Ich geb dir ein Plus für Individualität. So, letzte. Small Mario Only Strat ist übelst schwer und ich kann sie nicht. Aber ganz ehrlich, wo bist du? Ich bin in. Ja gut, dann hole ich mir dann noch Yoshi und probier's einfach nochmal. Das war jetzt blöd. Du bist gerade im letzten Level der Star World? Ja, genau. Und hast Star World geschafft? Bin gerade dabei. Nice. Es läuft echt nicht gut heute. Für mich auch nicht. Ich
Ich werde es nächstes Mal einfach nochmal auf das Banana probieren. Ah, ich kann das so schlecht. Ich hab, der Grabber funktioniert überhaupt nicht, den ich habe. So gut wie. Wirklich? Dein Terratech ist jetzt kaputt oder was? Hat schon oft nicht funktioniert im Fernseher, aber das hat irgendwie so gut wie gar nicht funktioniert. Time. Spiel durch? Ja. Nein, Spaß. Als ob ich so gut bin. Als ob er so gut ist. Ich bin nicht der Beste. Eines. Aber ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein kacke ich sie hier. Ja, das habe ich mir gesagt, weil ich so scheiße bin. Aber egal, es ist ein Farmrun. Von daher. Gott sei Dank habe ich genug Leben. Ja. Gott sei Dank hast du genug Leben. Hast du die Star World immer noch nicht geschafft? Nein, das, wo bist du? Ich bin immer noch im letzten Level. Also mach dir mich hier keine Sorgen. Nein! Irgendwas gefällt mir halt nicht, Leute. Also es gibt eine bestimmte Sache. Ich möchte, wenn ich anfange zu rennen, auch wirklich rennen und fliegen. Sonst bringt das alles nichts. Das ist. Wow. Nice. Nice one. Warum nicht gleich so, oder? Gut. 16. Jetzt habe ich das Spiel normalerweise durch. Also ich bin jetzt direkt bei. Ich bin jetzt in Bowser's Castle. Ich behänge immer noch am letzten Level der Star World fest. Jetzt habe ich leider keine Feder. Aber der NTSC-Run sogar besser. Ich habe heute halt einfach mal das mit der NTSC-Version probiert. Läuft halt 10 Frames per Second schneller. Sehen wir hier unten rechts stehen die Frames, die angezeigt werden. Das ist die Old Strat. Normalerweise nimmt man ein. Uff! Das war's. Ich glaube, ich bin tot. Nein, mein Scherz. Normalerweise nimmt man einen anderen Weg. Ich habe einfach nur den genommen. Ich hänge immer noch am letzten Level der Star World fest. Ich bin bei Rover. Ey, nee, komm schon! Ich bin gleich Game Over! So, probiert wieder. Ey, ich hab so schlechtes Karma heute. Hier warten wir, bis er den nächsten wirft. Dann werfen wir den einen hoch. Oh Gott, oh Gott. Eddie. Ja, werfen wir ihn hoch. DG. Na, Spaß. Ich bin immer noch am letzten Level der Star World. Tja. Der ist auch geil. Ist schon traurig, wenn man sagen muss, dass man durch hat. Ich komm einfach nicht. Es ist einfach dieser. Auch wenn jemand anderes aufnimmt, immer diese Aufnahme fehlt. Dieser Vorführeffekt. Ich bin gestorben. Game over? Nein, ich hab noch ein Leben. Aber ey, scheiße, warum? Du weißt nicht, wieso ich gestorben bin. Der Mecha Koopa ist aufgewacht. Es ist so bitter. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Kevin, das ist der Run der Noobs. Das ist so ein richtiger Noob-Run, ist das. Wir denken jetzt, ja, easy capisi, kriegen wir alles hin, YOLO. Es gibt einfach nichts Schlimmeres als dieses verkackte Teil. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich zieh jetzt die. Try zum Machen ist schon ein bisschen peinlich.
ich mache jetzt das letzte, was mir einfällt. Ich weiß, wie ich zum Punkt komme. Das braucht jetzt richtig viel Konzentration. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist jetzt, was denn? Das ist jetzt scheiße. Game was over. Denn? Bist du Game Over? Ja. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt beim Geisterhaus. Oh, hab ich Zeit bekommen. Egal, war ein lustiger Run. Ja, Leute, und nächstes Mal könnt ihr sogar sehen, wie ich durchspiele. Das ist doch mein Ding, oder? Nein, wir spielen jetzt weiter. Nee. Doch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Eddie, wir sehen uns im nächsten Video. Pussy, Alter. Nein, es ist eh, die Zeit ist um. Egal. Nächstes Mal gerne wieder. Nein, Eddie.